Nach den warmen Frühlingstagen am Freitag und Samstag sieht es zum Sonntag schon wieder kälter aus und wohl auch nasser, denn Tiefdruckgebiete übernehmen wieder die Regie und dieses Tief lenkt dann vom Nordatlantik einen Schub kühlerer Luft zu uns. Die Temperaturen gehen zurück, es wird teilweise windig und auch eben zeitweise nass und das Ganze geht auch in der nächsten Woche wohl so weiter, denn ein neues Tiefdruckgebiet folgt hinterher. Auf der einen Seite lenken die Tiefs kühlere Luft aus Norden zu uns, warme Luft aus Süden drückt dagegen. Da könnte sich über Deutschland wieder zeitweise eine Luftmassengrenze bilden. Blicken wir zunächst mal auf den insgesamt freundlicheren und auch wärmeren Tag des Wochenendes. Das ist der Samstag. Da liegen die Temperaturen verbreitet über der Frühlingsmarke von 15 Grad. Im Südwesten sind stellenweise noch mal knapp 20 Grad drin. Kälter bleibt es an den Küsten, aber auch dort immerhin 11 bis 13 Grad. Und wir haben wieder verbreitet Sonnenschein, vor allem im Süden und Osten 6 bis 9 Stunden. Im Nordwesten ist es generell bewölkter. Und hier müssen wir dann auch ab und zu mal mit Regen rechnen, vor allem dann am Nachmittag und Abend von Westen her einige Regenschauer und auch Gewitter möglich. Wir sehen es auch auf der Niederschlagsanimation, dass am Abend und in der Nacht zum Sonntag insgesamt häufiger mal Regen mit dabei ist. Der wird sich dann im Laufe des Sonntags auch allmählich weiter nach Osten ausbreiten. Einige trockene Phasen gibt es vor allem hier vom Südwesten bis ins Alpenvorland, aber sonst eben von Westen her viele Wolken, zeitweise Regen und ein teilweise auch kräftig auffrischender Wind aus südwestlichen bis westlichen Richtungen. Da kann es mal ein paar starke bis stürmische Böen geben. Mit dem Wind kommt dann auch allmählich die kühlere Luft rein, maximal noch so 10 bis 12 Grad im Westen. Möglicherweise auch schon etwas kühler, im Osten dagegen noch 14 bis 16 Grad. Und dann geht es durchwachsen weiter in der nächsten Woche mit vielen Wolken, teilweise böigem Wind, immer wieder mal Regen mit dabei, ein bisschen Sonne ist auch möglich. Im Süden bleibt es relativ mild für die Jahreszeit, so 14, 15 Grad, und im Norden wird es generell kälter bleiben.